Tenemos un papa que viene de Latinoamérica. Hat meine Schwester aus El Salvador angerufen per Handy und hat mir das mitgeteilt und volle Freude. Und mein Mann also hat ein SMS auch gleichzeitig geschickt und mir informiert, dass es mal ein Papst haben als aus Lateinamerika, aus Argentinien. Welche speziellen Erwartungshaltungen haben Sie denn an einen Papst aus Lateinamerika? Meine persönliche Erwartung sind, dass er sich mal mehr um das Bedürfnisse der armen Menschen kümmert, um Gerechtigkeit sorgt, der Unterschied zwischen auch der verschiedenen Sozialschichten in Lateinamerika sich kümmert. Ja, und dass die katholische Kirche auch nicht reformiert, sondern aktualisiert und dass sie sich mal an den Bedürfnissen der Menschen sich orientieren und nicht auf das Bedürfnisse der Kirche Institution. Zum Beispiel Familienplanung soll auch ein bisschen, sagen wir mal, mehr berücksichtigen. Solibat, Entklärung zum Beispiel ist ein wichtiges Thema. Homosexualität, also Lebenspartner, homosexuelle Lebenspartner, ist auch ein Thema, die auch sehr dringend, also Bedarf zur Diskussion und zur Toleranz in Lateinamerika nötig ist. Ja, es sind so viele Probleme, so viele Sachen, wo man die Kirche sich, muss sich um diese Sachen richtig kümmern.